on The Walking Dead. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now! Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! No. No. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Lee, I saw my parents. I know. You have to shoot me, honey. Lee, no. Find Omid and Krista. Und damit herzlich willkommen zur allerwarteten Season 2 von The Walking Dead. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. Episode 1. Alles, was bleibt. What do you think? Omid, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. No. Omid Junior. Was, wenn's ein Mädchen wird? What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Wir sind also immer noch mit Omid und Krista unterwegs. Krista scheint schwanger zu sein. Offensichtlich. Hello? Wie lange ist seitdem vergangen? Erstmal alles überprüfen. Clementine scheint ziemlich eigenständig zu sein. Oh, gross. Ihr Lieblingswort. Ugh, what's that? Ein kleiner Plüschhase. Wie bezeichnend, sie hat mit ihrer Kindlichkeit abgeschlossen. Sogar eine eigene Pistole. Die ist viel zu groß für sie. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Ein Kind, das in dieser Horrorwelt aufwächst, groß wird, zu einer Erwachsenen heranreift. Wasserflasche.
Und denk dran, Clem, immer schön die Haare schneiden. Better. Oh, verdammt. Shit. Ist sie hier drunter gerollt? Da habe ich natürlich wieder genau alle überprüft, die falsch sind. Wer ist denn das? Meine Waffe liegt noch da. Verdammt. I see you. Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. Wer bist du? Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Get out here. Okay, ganz cool bleiben, okay? Ich sehe jetzt nicht wie die größte Gefahr aus, oder? You got anything on you? Come on, let's see. Das ist alles, was ich habe. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? Ja, sie hat die anderen beiden nicht gefunden. That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Ich hab nichts mehr, ehrlich. I don't have anything. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. Mein Papa gab sie mir. My dad gave it to me. Just give it to me. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Oh, bitte, Omid oder Chris, da komm schon. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? Oh Gott, ich muss mich zur Seite springen gleich. Your daddy? What a bozo. Nee. Miststück. I didn't mean to. Na, das fängt doch schon mal ziemlich hart an. The Walking Dead. Einer weniger. 16 Monate später. Wow.
Krista, talk to me. Was ist mit der Schwangerschaft? Guck, wie groß wir schon geworden sind. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. There's more smoke than flame. Das ist okay. Ich kann warten. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Ich verstehe. Wir brauchen eine Gruppe. We need to find a group. People we can trust. We've been on our own for too long. Trust? You think you can trust someone out here? Not now. Not anymore. Hm. Zu zweit werden wir es aber auch nicht lange überleben. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. Wir wollen nach Kanada? We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. Wird es dort besser sein? It'll be better there, right? Safer, maybe. So they say. But I don't know. It has to be. I know it will. We'll see. We just need to keep moving north. Hm. Der Winter ist das Schlimmste im ganzen Jahr in so einer Apokalypse. Und nicht nur die Zombies sich verfolgen, sondern auch die Kälte, die in die Knochen kriecht. Ich vermisse Lee. I miss Lee. I'm sure you do. Immer noch. Go look for more wood. You just keep the fire lit. Im Regen ein Feuer zu machen ist sicher nicht einfach. Das Kaninchen sieht auch aus, als hätte sie bessere Tage hinter sich. Oder eher es. Ein kleiner Rucksack. Ich habe ihn im Baum verstaut, damit er trocken bleibt. Das Feuerzeug. So, wo ist das Feuerzeug? Aufzeichnung? Wahrscheinlich da drunter. Beeil dich, Omid wird, Krista wird stocksauer sein. Da ist es. Ich frage mich, was mit der Schwangerschaft passiert ist. Ich meine, wir haben keinen Säugling. Irgendwas Schreckliches muss passiert sein. Feuerzeug. Ja, wenn du mir Jungs hast, dann ist das in der Richtung. Dann. Ah, okay. Und dann anzünden. Ob das funktioniert? Scheint funktioniert zu haben. Sehr gut. Better, but still not enough. The flames are too low. Ich werde meine Zeichnung verbrennen. This will never cook. Kann ich die Zeichnung da reinmachen? Ins Lagerfeuer? Vielleicht einen Holzscheit reinlegen. This might burn.
Ein Nummernschild. This won't burn. This'll never burn. It's too wet. Das ist Christas Weste, oder? Kann ich die Zeichnung da irgendwie reinschmeißen? Zum Entfachen? Verbrenne die Zeichnung. Ein symbolischer Akt, uns von unserer eigenen Kindheit zu trennen. Wir mussten viel zu früh erwachsen werden, Verantwortung übernehmen und verstehen, was es heißt zu leben und was es heißt zu sterben. Stimmen im Wald. Wir müssten das Feuer ausmachen. Clementine, hol dir eine Waffe. Haben Sie Christa gefangen? Give us the truth and you don't get hurt. Are you with me? Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. Not safe. You expect us to believe you're out here all alone? Kann ich alleine was regeln? Ich weiß es nicht. Ablenken. What the Christa, fuck? Christa, run! Hey. Oh shit, oh shit. Oh Mann, oh Mann. Get the fuck over here. Oh, verdammt. Now! Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Look, girl. Shit. Oh, verdammt. Ich bin's. Over here. Oh. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, links rum. Abhauen, abhauen. Und ausweichen. Oh, verdammt. Das war richtig gut, Clem. Oh, verdammt, sind wir krass drauf. Ich dreh dich. Komm schon nochmal. Festhalten. Jesus, are you fucking kidding me? You are my last fucking nerve. Oh Gott, der Zombie. Oh, festhalten. Komm schon, Clem. Kämpfe und zur Seite. Oh, verdammt, noch einer. Alles gerät vollkommen außer Kontrolle. Verdammt. Und zur Seite. Boah, wir sind so flink. Oh, nach links zur Seite. Und zu, nach unten, nach unten, nach unten. Oh, oh, wen, 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 wen? Die links. Ich glaube, wir müssen ins Wasser. Es ist viel zu kalt. Verflucht. Wow. Werden wir es schaffen? Siehst du dann in der nächsten Episode hier bei The Walking Dead. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen da. Vielen lieben Dank.